Moin Leute und willkommen zu einer ersten Folge Minecraft. Und zwar ist es Life in the Woods, was ich auch schon mal im Stream ein bisschen gespielt hatte. Ich bin momentan noch im Game Mode, um euch einfach mal alles zu zeigen. Und zwar haben wir hier unten unsere Gerichtslinde stehen mit unseren beiden Server-Maskottchen Heidi und Peter. Das sind zwei Ziegen, wie man unschwer erkennen kann. Das hier habe ich halt hier so angelegt, dass es im Kreis geht. Das hier ist mein Grundstück. Hier, dieses Seegrundstück, ist der Gerd, wenn ich mich recht erinnere. Dann, ja, die anderen bauen halt hier dann so drumherum, überall. Müssen wir noch gucken. Die sind halt noch ganz am Anfang. Ich bin halt der Einzige, der schon, sag ich mal, ein bisschen länger drauf gespielt hat. Und zwar zeige ich euch jetzt erstmal mein Zuhause. Erstmal einen Zaun drumherum. Ums Häusle. Dann haben wir hier meine Kühe. Die habe ich jetzt einfach nur so eingepfercht. Das wird noch alles schöner gemacht. Am meisten, oder beziehungsweise die einzige Mühe, die ich mir wirklich bisher gegeben habe, ist meine Schmiede, die ich gebaut habe mit einem Wasserrad. Mit einem Zulauf von diesem kleinen See hier, der witzigerweise niemals leer wird. Dann hier oben halt ist mein Schlafzimmer. Und dann geht's hier runter in die Schmiede. Also hier oben ist der Verkaufstresen. Hier stehe ich dann und verkaufe Schwerter etc. Rüstungen. Und hier ist die Schmiede, die ich schon eingerichtet habe. Mit dem Brennofen. Und ja, Wasserbecken zum Abkühlen, der Amboss, ein paar Gerätschaften und so habe ich mir hingepackt. Ein Haken, falls ich irgendwas brauche. Dann darunter geht es dann in meinen Keller. Aber dann bleiben wir erstmal hier oben. Dann zeige ich euch nämlich meine... Ja, ich weiß noch nicht so recht, ob ich das behalte oder wieder alles wegtacker. Also hier ist auf jeden Fall... zum Angeln, mein Steg, den ich mir gebaut habe, erstmal. Wie ihr sehen könnt, ist hier ziemlich was los. Die habe ich alle eingesperrt. Also dieses Tor geht bis unter Wasser. Hier ist zu. Das Tor kann man hochfahren und dann können die Schiffe rein und raus fahren. Also so kleine Fischerboote oder sowas. Ja, der Zaun, den muss ich hier noch rüber machen. Hier kann man reingehen. So, wenn ich mal aufmache, kann man hier so reingehen. Zack, und dann gibt es hier ein Treppenhaus. Da kann man nach oben gehen. So. Und dann ist man hier auf dieser Brücke. Und auf der anderen Seite kann man wieder runtergehen. Also noch nichts Besonderes bisher. Ich weiß noch nicht, inwiefern ich das einbinde, ob ich eine richtige Mauer baue, so eine Stadtmauer oder nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Wir sind halt noch ziemlich am Anfang. Wir werden mal gucken. Auf jeden Fall gibt es hier jede Menge Fische. Dann hier ist mein Maskottchen Flipper. Den fand ich ganz toll. Dann haben wir hier Quallen, große Fische, kleine Fische, Mantarochen, alles Mögliche, was hier so kreucht und fleucht. Aber witzigerweise schwimmen die alle oben. Hier unten ist gar nichts. Hier sind nur Pflanzen. Wundert mich ein bisschen, aber okay. Da hinten, der lebt noch. Den hatten wir ganz am Anfang. Habe ich den mal gespawnt und habe mal geguckt, wie lange der lebt. Seine Frau und sein Kind, also hier war so eine Schlucht, oder hier ist eine Schlucht eigentlich unten drunter, die habe ich zugemacht. Die Schlucht ein bisschen Terraforming betrieben, weil sonst fallen hier alle immer rein. Und da ist seine Frau und sein Kind, Gott hab sie selig, da reingefallen. Das ist mein Elefant. Ja, fühl dich nicht bedroht, keine Sorge, ich tu dir nichts. Dann haben wir hier Katzen. Also wie ihr sehen könnt, wir haben einige zusätzliche Tiere hier. Über Most Creature heißt es. Ist eine ganz coole Mod. Ich denke mal, wir haben hier ein ganz schönes Fleckchen, wo wir anfangen können. Ich habe halt noch nichts. Also wirklich gar nichts. Und wir werden dann mal anfangen müssen, mal langsam uns zu technologisieren. Und dafür gehen wir mal in den Keller. Da muss ich halt ganz nach unten. Da sehen wir uns dann gleich wieder. Ja, warum komme ich jetzt hier nicht rein? Ach, ich bin zu dick für diese eine Tür, ey. Bis gleich, Leute. So, da sind wir auch schon unten angekommen.
Ich habe hier noch eben schnell eine Spinne getötet. Ich weiß, hier sieht es nicht sonderlich schön aus. Ich habe jetzt einfach nur erstmal hier gebuddelt und habe den Boden gemacht, die Decke und das hier alles muss ich noch machen. Ich weiß aber noch nicht ganz wie. Und zwar das erste, was wir heute machen wollen, ist den metallurgischen Infusionsmaschine. Also Metallurgic Infuser heißt der auf Deutsch. Dafür brauche ich zwei Öfen, viermal Eisenbarren, zwei Redstone und ein Osmiumbarren. Ich war letztens schon ein bisschen in der Mine und hab Osmium gesammelt. Ich brauchte vier Eisenbarren. Olivin, Feuerstein, da. Wie viel brauchte ich? Zwei, okay. Okay, dann mache ich erstmal, zwei Öfen waren das, ne? Oh, ich kann mir sowas immer nicht merken. Ich kann mir Rezepte einfach nicht merken. So, dann machen wir erstmal zwei Öfen. Zack, zack, die haben wir auch. Solale und den Osmiumbarren. So, dann können wir den eigentlich schon machen. Funktioniert das so? Ja. So, und damit haben wir auch schon unsere erste Maschine. Jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, wie bekommt die Strom? Ich stelle die jetzt einfach mal dahin. Wie bekommt der Strom? Wie hieß denn die Maschine? Wie hieß denn das nochmal? Was ist das hier? Gewöhnliche infundierte Fabrik? Achso. Genau, ich weiß, wie ich nachgucke. Und zwar, wie hieß denn das nochmal? Digital. Der digitale Miner. Digital Miner. So. Zack. Wie bekomme ich. Kann ich hier irgendwie. Oh, wie bekomme ich denn Strom, ey? Ist Mechanism. Okay. Mechanism. So, schauen wir mal. Anreicherungskammer, Osmium-Kompressor, Kombinierer, Tisch. Ne? Das sind diese für die drei Erze, Verdreifachung, Fünffachung etc. Wie hieß denn das Ding? Ich weiß, Gerd hat sowas schon. Purification. Wie baut man das Ding hier eigentlich? Stahlbarren, zwei Truhen, Glas und das, okay. Ach, ich weiß es nicht mehr. Irgendeine Maschine war das. Ich muss mal eben nach oben. Ich muss da eben gucken, wie die scheiß Maschine hieß. Da könnt ihr halt doch nochmal sehen hier, wie es hier aussieht. Ich muss essen. Irgendwo hatte ich noch Essen, aber ich weiß leider nicht mehr wo. Ich glaube oben in meinem Haus. Ich werde die Sachen, die ich alle oben in der Kiste habe, ich habe ja oben auch in der Kiste Sachen, die werde ich alle mit nach unten nehmen, weil ich bin eh so ein Mensch, der, oh, es ist Nacht, egal, der braucht eigentlich kein Haus. Mir reichen, ich habe noch gar nichts gekochtes, oder? Mir reicht voll und ganz, wenn ich, wie heißt denn das, Mann? Bin ich jetzt bescheuert? Achso, unter Erde, unter Tage besser gesagt, leben kann. Ich habe hier noch meine Rucksäcke und so ein paar Diamanten. Ein bisschen Kram habe ich hier noch. Aber ich wollte jetzt erstmal gucken, wie die Maschine heißt. Achso, eigentlich könnte ich ja mal schlafen gehen, damit es wieder Tag wird, wa? Kann ich hier nicht schlafen? Doch. Was sagen? Gute Nacht, Leute. So, da sind wir wieder. Na, schauen wir mal. Ich muss mir mal hier noch eine Brücke bauen. Ey. Jetzt hüpfe ich hier jedes Mal ins Wasser. Zack. Ich weiß nämlich, der Kalle hat es schon gemacht. Na, schauen wir mal. Ey, Quatsch, Kalle, der Gerd. Oder? Ich glaube zumindest, dass es Gerd war. Stirling-Generator. Stirling. Der läuft mit Kohle, glaube ich. Was brauche ich dafür? Steinziegel. Ofen. Basiszahnrad. Okay. An sich kein Problem. Und was ist das? Ein Kolben.
Auch kein Problem. Ich weiß allerdings ehrlich gesagt nicht, ob ich noch Bambus habe. Da gehe ich glatt mal gucken, weil hier hinten. Oder hat er schon alles abgebaut? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe jetzt bloß keinen Bock, hier irgendwo reinzufallen. Ich weiß da hinten. Da ist Schilfrohr. Dann nehmen wir doch Schilfrohr. Boing, doing, doing. Ob der Elefant wohl Fleisch gibt? Nein, den lasse ich am Leben. Ich kann ihn nicht töten. Achso, nee, das ist ja Zuckerrohr. Ist das dasselbe? Macht das Spiel dann einen Unterschied? Ich weiß es ehrlich gesagt. Ja, ich bin halt in Minecraft auch so voll der Noob irgendwo. Oh, guck mal, Kohle. Und, aber da hinten ist Bambus. Wir nehmen den Bambus. Da wissen wir safe, dass wir das benutzen können. Ja, wir spielen Life in the Woods auf der Hungry Version. Das heißt, man ist hier ziemlich hungrig. Ich nehme mal hier die Pilze mit. Wir können jedes Essen gebrauchen, was wir finden. Zack, zack, die kann man nämlich alle braten. Was ist das für eine Pflanze? Weißes Windröschen. Ah ja, interessant. Da ist Bambus. Bambus, Bambus, Bambus. Ich weiß nicht, wächst Bambus eigentlich auch? Wenn ihr da Ahnung habt, könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß es nämlich nicht. Was ist das hier? Buchsbaum. Kurz hier bleiben. Ist hier noch mehr Bambus irgendwo? Erst wollte er ja Gerd da oben bauen, aber irgendwie ist er dann immer gestorben und verhungert. Deswegen ist er dann umgezogen. Der Idiot, ey. Kann wie mir gesagt. Das hier ist hungry. Hier verhungert man schneller. Aber er wollte ja nicht auf mich hören. So, egal, ich denke mal, das reicht. Wir gehen mal zurück. Oh, ey, dieser Hunger hier, ne? Das ist echt so krass. Wo sind denn jetzt die Steaks hin? Ich hatte doch. Ach hier. Steaks. Ich habe noch drei rohe Fische. Was bist du denn für denn einer? Der Nachteil an dieser Hungry Version ist natürlich, dass du eigentlich immer Hunger hast. Ja, du bist immer kurz vorm Verhungern. Und da muss man echt viel nachlegen. Echt immer rinhauen an Futter. Ist halt echt scheiße manchmal. Deswegen müssen wir mal gucken. Und man sollte natürlich nicht so viel rennen. Aber manchmal. Guck mal, Knochen. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Oh, guck mal, hier eine Fliege. Aber die Fliege gehauen. Ja, ich war schon, ich bin ja schon ein bisschen gelaufen. Also um das Plätzchen hier zu finden, musste ich 5000 Blöcke frei weit laufen. Und dann habe ich hier dieses geile Schwert gefunden. Mit Schärfe 3. Das ist halt echt nice. Aber sonst habe ich noch nicht viel guten Stuff. Aber das macht nichts. Oh, hallo Ente. Sagen, warum kann ich dich nicht töten? Wolle. So, wir machen die Tür zu. Zack. Und ab nach Hause. Sodala. Wir gehen mal runter in den Keller. Den Umzug von oben nach unten mache ich mal offscreen. Da muss ich euch ja nicht mit belasten, sage ich mal. Ich hoffe mal, jetzt sind hier nicht wieder irgendwelche Monster am Start. Das machen die nämlich ganz gerne. Weil irgendwie funktioniert das F7 nicht, dass man sieht, ob alles ausgeleuchtet ist. Ich weiß nicht wieso. Keine Ahnung. So, dann hauen wir mal den Pilz hier rein. Brät er? Ja, er brät. So, dann hauen wir den Pilz hier auch rein. Die hauen wir rein. Ich habe sogar schon Schleimball. Nice. So, dann schauen wir mal, wie war denn das jetzt hier? Zack. Okay. Wow. Hey, warum geht das nicht? Bambus und Pflasterstein. Müssen wir mal gucken. Haben wir Pflasterstein? Ja. Ich glaube, so war das, ne? Da W2 machen wir mal so.
Und dann zack, 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 zack. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Das ist ein anderer Bambus. Ernsthaft? Müssen wir mal gucken. Ofen. Ah, den Kolben können wir vielleicht schon mal machen. Jetzt habe ich wieder vergessen, was ich brauche. Mann. Ich brauche noch einen Redstone, einen Eisenbarren und Holz. Habe ich das alles? Nein. Ich brauche einen Redstone. Eisenbarren. Sonst brauche ich hier nichts. Schauen wir mal. So, zack. Kolben haben wir schon mal. Nice. Ofen. Nice. Oh. Ah, sammel auf. Ja, was mit dem Bambus ist, weiß ich nicht. Pfeifenbambus, Pfahl. Schauen wir mal. Bambus. Bambusbretter. Mal sehen, ob ich die auch mit dem Bambus herstellen kann. Nee. Kann ich nicht. Was ist das denn für ein Scheiß? Warum geht denn das nicht? Flussschilfrohr oder Bambus? Oder Stock? Ach, Sticks gehen auch. Na lol. So, dann machen wir uns ein paar Sticks. So. Und dann geht es auch. So. Eins, zwei. Zack. So. Und zack. Dann haben wir das nächste Maschinchen fertig. Dann ging es ja doch. Ich weiß nicht, muss ich die oben drauf setzen? Oder geht es auch nebenan? Müssen wir mal ausprobieren einfach. Probieren geht über Studieren. Brauche ich meine Kohle. Da habe ich Kohle. So. Zack. Ballern wir mal rein. So, hast du Strom? Ja! Nice. So, jetzt können wir nämlich anfangen dann die ersten Sachen zu infusen. Und zwar brauchen wir angefangen Redstone-Block und Eisenbarren. Alles klar. Also brauchen wir jede Menge Redstone. Zum Glück haben wir ja ein bisschen was. Und zwar machen wir das mal. Machen wir mal so. Geht, glaube ich, schneller. Zack, zack, zack. Oh, scheiße, nein. Das war zu schnell. Zack, zack, zack. Nein. Mann. Brauche ich da wirklich Redstone-Blöcke eigentlich? Aber es wäre einfacher, ne? Bei mir das Redstone. Machen wir so. Zack. Wie viel machen wir? Machen wir mal 20. So. Was machen wir dann noch? Eisenbarren brauchen wir. Dann hau ich erstmal das restliche Redstone weg. So. Und ballern wir mal so. Und. Na, nicht alle. Machen wir so. Ah, das Ding macht ganz schön Krach, ey. Klingt das jetzt gleich explodiert. So, dann kommt das dran. Die angereicherte Legierung. Alles klar. Die muss dann hier rein und komprimierter Diamant oder Diamantenstaub. Okay, wie stelle ich das her? Zerstoßer? Zerstoßer? Oh nein. Oder mache ich das Anreicherungskammer? Schauen wir mal. Anreicherungs Enrichment Chamber müsste das sein. Wie im Schau. Ah, okay, ich verstehe. Okidoki. Stahlbarren. Mein Stahlbarren jetzt schon wieder. Boah, ey, ist das wieder eine Arbeit hier, ne? Ich sag's euch, Leute. Ja, der ist hier fleißig am Werkeln. Ich werde mal mir das ein bisschen angucken und so. Und dann schauen wir beim nächsten Mal wieder rein. Also, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.